Willkommen zurück zu einer neuen regnerischen Folge Red Dead Redemption 2. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Leute, ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Projekt mit einer Bewertung ein wenig unterstützen würdet. Und wir machen weiter mit meinem brandneuen Backenbart. Die Lagerkasse. Wir befinden uns hier in unserem Lager und wir können spenden. Und wir können dieses Lager auch wirklich verbessern und ausbauen. Das bedeutet, wir werden wahrscheinlich länger hier mit unserem Lager aufschlagen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir müssen zu Onkel. Guten Morgen. Und der alte Onkel ist hier drüben. Wahrscheinlich am Dösen. So ein richtiger Säufer. Hey du! Careful not to work yourself to death there, Uncle. I was thinking. Yeah, does it pay well? Eventually. So, while the rest of us are busy stealing, killing, lying, fighting to try to survive, you get to think all day. Well, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. Do you want to head into town? See if we can find anything out? Sure. I got some errands to run. Great. Go check the horses are ready. You gonna take the old man into town? You take us too? Well, what you got planned? Nothing. We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for 2 weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. Well, can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? Three young, healthy women want you to take them a robin. You're worried about house chores. Let's go. Fair enough. You got me. Come on in. I can't believe we're going to see civilization. Feels like weeks since we did. Yeah, Valentine. Very embodiment of civilization. You ladies are going to love it. Okay, then. Let's go. All right. Out through the trees here, then take a left. Drei Weiber und ein Säufer. Das kann was werden. Oh, ganz ruhig. Is one of you gonna get that fella's horse? Well, I got lumbago. It's very serious. All right, I'll see what's going on. Lumbago, really? Hexenschuss. Oh, hey, you couldn't help me get my other horse back from over there, could you? Ja, natürlich. Immerhin bin ich ein echter Gentleman, oder? Sure, no problem. Thanks. It's the white one over there. Klar. Das Weiße da drüben. Ich meine, was soll es sonst sein, oder? Okay, okay, hey, hey, ganz ruhig. Kennst du mich nicht? Ich bin Arthur. Pferdeflüsterer. Hey, easy now. Easy, Boy. Ganz ruhig. Ich beruhige dich mit meiner tiefen und männlichen Stimme. Easy, hey, hey, hey. Schau mich an, Süßer. Schau mich an. Alles gut. Du und ich, wir sind Freunde. Ja. Du bist mein Partner. Alles gut zwischen uns? Hast du ihm gerade geschissen? Naja, du bist entspannt. Ich meine, ich kann es verstehen. Wenn man entspannt ist, muss man ab und zu einen abseilen. Ich sag doch, ein Pferdeflüsterer. Ein Talent bin ich, Ladies. Ein absolutes Talent. Und ein Gentleman. Ganz wichtig. Here. Here you go. You're a gentleman, sir.
A gentleman? No, not really. I was just trying to impress the women. Well, anyway, thank you. Und bescheiden. Gentleman und bescheiden. Mom, let's go. To Valentine. You're turning into a regular old fairy godmother there, Arthur. What's that supposed to mean? It means you got a heart. A small one, perhaps, hidden deep inside, but a real one. And you have it, your pulse of old lizard. Lizards have hearts. Well, Arthur, I'm proud of you. To be honest, if you lot hadn't been here, I probably would have robbed him. Well, you didn't. Nein, ich kann nicht absteigen. Ich kann nicht absteigen. Doch, jetzt geht's. Ey, den Hirsch, den nehme ich mit. Mädels, eine Sekunde. Das ist Qualität. Den habe ich sauber erledigt. Ich meine, wenn das Vieh so doof ist und rennt mir rein. Komm mal her, du. Ja, den Pelz nehme ich mit. Reifenspuren drauf, aber sonst egal. So. Alter, er rollt es auch noch zusammen. Guter Mann. Geweih, alles dabei. Guter, guter Mann. Aber schlecht von der Qualität. Was? Du wirfst es einfach weg? Ich kann es nur wahrscheinlich in mein Pferd reinwerfen. Ah, die Sauerei für nichts und wieder nichts. Na gut, jetzt muss ich damit leben. Or is that Uncle? Oh, very funny. This looks like a decent little town. Other people, finally. Look at all that snow on the mountains. Sure don't want to be back up there. You think we should have asked Molly to come with us? Oh, no. Miss O'Shea is far too high and mighty now for the likes of us. Or to do any real work. She's a society lady now. Go left here, down the main street. Sheriff's always on the right. Sure you can pick up some bounties there, Arthur. Heaven forbid you put your head on the line. Yeah, well, that's a young man's game. We're Ooh, nice out, yes! Huh? We can get up to some mischief here, all right. Just remember, keep a low profile. Will you remember that, though, Arthur? Probably not. Let's park up down the end there, near the stables. Why don't you just back off? All right, that's enough for one All year. Right. Here we are, just like I said, the cultural center of civilization. Man at his finest. Uncle, what are we doing? Well, we're gonna do what any self-respecting maniac does. Put the women to work. With pleasure. We'll start at the saloon. Okay, just stay out of trouble and don't get yourselves noticed. Right, I need to get something from the stores. Okay, well, we'll see you at the general store when you're done. Come on, ladies. Imagine we're in Paris. Come on. So that's how you see yourself, is it? A maniac? Well, in my youth, I used to be known as the one-shot kid. Okay. I'm not gonna ask why. You are a sad man, Arthur Morgan. But I know you love me. Desperately. You're my favorite parasite. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my second favorite parasite. Very funny. I lied. Ringworm. Then rats with the plague. Then you. Shut up. This is the place now. Come on. Morning. So, what do you need? Hell, a drop of whiskey for a start. You know, something to pass the time while we're waiting on the women. Always thinking ahead, ain't you? You're looking a bit tired there, Arthur. Why don't you pick up some coffee while we're here? Plenty out on the shelves, but I got more out back. Whiskey's on the top shelf, nearest the door. Okay, wir können also hier einkaufen, indem wir einfach Dinge direkt aus dem Regal nehmen, was ich sehr nice finde. Oder wir reden halt mit dem Verkäufer. I don't know. Maybe. Kaffee, huh? Qualitätsbohnen aus Brasilien. Gekauft. Okay, if you're done, I'll meet you outside. I won't be too long.
So, you're actually buying for once? Are you feeling all right? See this? Young folk got no respect for their elders no more. Rein theoretisch. Now I know what the smell is. Könnte ich den doch ausrauben, oder? Alter, guck mal hier drüben. Candy. Oh, was haben die alles Leckeres? Ey, wie viele Details und so. Richtig gut. Der Mann da hinten hat einen Schnurrbart. Ich fange morgen an. Nie wieder rasieren. Here's to your good health, my sir. It's a funny world, you know. This time in my career, I pictured myself being married to an heiress. Gentlemen, I think I got something good. What? What? I snuck into this fancy house. Acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Train full of rich tourists heading to Saint Denis and then cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night as to get to the docks in time for the tides in some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, yeah, it's right out near New Hanover. Right, it's real quiet out there. Sounds good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel. They were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? Seemed easy. They have been gone for quite a while. I guess I'll go see if there's any trouble. Oh, there's Tilly over there. That does not look ideal. Excuse me. No, whoa, whoa, Schlägerei, oder? You thought I wouldn't find you, Tilly. You can go kiss a das wird eine Schlägerei. Alter, schaut mich an, ich bin eine Kante. I've been looking too long. Get your hands off of her. Who are you? A friend of mine. Get the hell off of her, you son of a bitch. Hey. Hey, take it easy. There's no problem here. There will be if you don't get out of here right now. Junge, lass es. You're making a big mistake, Tilly Jackson. Just get lost. I ain't doing this with you right now. Go wait with Uncle and Mary Beth. They're across the street. Okay. Thanks, Arthur. Uncle! Look after her. I'm gonna go see about Karen in the hotel. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Karen, Sharon. Can I help you, sir? I do all I can manage. Are you doing okay, wo ist die Kleine? Ich suche nach meinem Mädel. A bath, perhaps? Ich will kein Bad. Du Schnösel, ich will mein kleines Mädchen. Alter, das waren noch Zeiten, wenn ein Mann so in deinen Laden reingekommen ist, sich den Weg gebahnt hat, dann hat man sich gedacht, Alter, was will der hier? Zerlegt ihr mir die Einrichtung? Knallt da jemanden ab? Ah, irgendwie, ich kann verstehen, was der Reiz an der Sache ist. Sorry, wrong room. Oh, da ist jemand anständig scheißen. Muss man respektieren. Oh oh. Arthur? Scheiße, Mann, tritt doch die Tür ein! Hey! Who are you? A friend of hers. Get out of here, buddy. I paid. Ain't paid to hit her, you goddamn animal. Come here! What? What? I paid for nothing. Was zur? Thank you. Ups. Ist mir so ausgerutscht, Kumpel. What the hell are you doing here? Was? Ich darf ihn nicht erschießen? What the hell are you doing here? Trying to play him. Not very well. You okay? Fine. You sure? Yeah. Nothing to worry about. Just men. But stupid bastard was boasting about the bank. The bank? Sure, I know small town banks are usually a waste of time, but this is a livestock town. There's lots of cash sometimes. Okay. Keep investigating. I will. Ich darf ihn nicht erschießen. Na gut. Anscheinend ist er jetzt noch am Leben. Na komm mal hier drüben, richtig guter Regenschirm. Den würde ich mitnehmen.
Wenn ich wollte, könnte ich jetzt hier jeden... Na nee, kann ich nicht. In der Story kann ich anscheinend nicht einfach mal so eine kleine Stadt ausrotten. Thank you, Arthur. I don't much like being saved, but when I have to be. I understand. You okay? Sure. He only punched me. Arthur punched him a lot harder. All right, then. Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? No, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellers. Me? No. Impossible. Listen, buddy, come here for a minute. I saw you. Come here. Come on, get. I don't like this. Me neither. Go get the girls home. I'm gonna go have a word with our friend. Be careful, Arthur. Just a word. Alter, haben das alle eben gerade gleichzeitig gesagt? Ah, warum? Warum? Egal, wo ich hingehe. Es gibt immer noch... Es gibt immer nur Blut und Ärger. Habe ich eben gerade einen Huhn niedergetrampelt? Ich glaube schon. Ich glaube, ja. Alter, der reitet ja wie der Teufel. Komm schon, komm schon, komm schon. Gib Gas. Ich brauche mein Lasso. Ich brauche unbedingt mein Lasso. Was ist passiert? Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Kumpel, das sieht gar nicht gut aus. Na? Tja, was machen wir? Erstmal befragen. Why are you telling lies about me? No, no. I got it wrong, partner. I got it very wrong. Now please help me up. I ain't never been in Blackwater. Then why are you chasing me? I've got an unfortunate face. Yes, yes, me too. Now please pull me up. Please. Kumpel, ich weiß ja nicht. Soll ich dir auf die Finger schießen? Ah, komm. Alright, come on. Ich bin ein zu guter Mensch. Hey, ich hoffe, irgendwann zahlt sich das für mich aus. You okay, partner? No. No, I am not. I'm a mess. Well, you ain't dead. There is that. Jimmy Brooks. I think it's best for both of us if we pretend this never happened. Well, I agree. You saved my life. You're a good man, and I, here. You want a pen? It's one of them steel ones. Oh. That's very kind of you. But I'm not a good man, Jimmy Brooks. Not usually. You see, I was in Blackwater. I kill people. And maybe I should have killed you. Should I have killed you, Jimmy Brooks? Me? I never saw you. Not now, not never. I think we have an understanding. Of course we do. Jimmy Brooks. I will remember that. I've got a good memory. I haven't. I haven't. Not one lick. Not one sense in this here old mind. Come on. Come on. You have a nice day now, sir. Ja, Kumpel, ne? Ich erinnere mich an alles. Ich bin verdammt clever. Vergiss das nie. Und das alles für einen Stift. Was haben wir heute erreicht? Ich habe einen Stift bekommen. Cool. Ich würde sagen, das hat sich gelohnt. Ich meine, es ist wenigstens ein verdammt schöner Stift. Ich habe Gold gesehen, oder? Vergoldet. Ach, jetzt schon wieder irgendwas? Was ist los? Ach, das war deins. Ich habe mir das geliehen. Ja, hier. Gerne doch. Gerne doch.
Ich hab Fury. Ich brauch eh kein anderes Pferd. Oh, hier drüben ist sogar ein Metzger. Na, Meister? Don't worry, you'll be a regular no time. Okay, wir können hier Dinge verkaufen. Will ich Dinge verkaufen? Ich glaube, im Moment besitzen wir eh nicht besonders viel Zeug, deswegen... Nein! Dankeschön, brauchen wir nicht. Yo, Onkel! Scheiße, wo bist du? Ist das hier der Saloon? Klar, natürlich, wir sind wieder nur am Saufen. Oh, Arthur! Arthur, komm her! Komm her! Komm over here, I want you to meet our friends. Pleased to meet you. Well, ain't you just a tough-as-teak mountain man? Oh, you be quiet, Anastasia. Anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly, yes, he's a pussy cat. Ain't that so, Arthur? Whatever you say. How much you cost, anyway? Well, ain't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. Excuse me. Well, I must say... You got a fine way with the women, amigo. Yeah, regular dandy and a charmer. Where's Bill? Oh, man. I dread to think about it. Hey, hey, hey. There he is. Watch where you're going. Take it easy, are you about pal? To kiss that guy Take or punch easy, him? Huh? Oh, and we have our answer. Die Menschen hatten damals kein Fernsehen. Da musste man machen, was geht. Okay, ich habe ein bisschen eingesteckt und jetzt bist du dran, Backenbart. Ey, ich will blocken. Zack. Ah, komm. Ha. So, oh, Bill. Sieht nicht gut aus hier drüben, ha? Ach du Scheiße. Alter, Tommy! Der Mann ist ein Biest! Hey, da drüben liegt mein Hut! Ich muss an meinen Hut denken! Ja, ich bin ja schon dabei. Oh, dein Gesicht sieht aber ganz schön breiig aus. Okay, du willst tanzen? Komm schon. Ach du Scheiße, was für ein Brocken. Der Typ ist ja ein richtiger Goliath. Nein. Ey, der ist richtig gut. Der Mann ist richtig gut. Nein. Komm schon. Ich muss hier wirklich sehr, sehr taktisch vorgehen. Ich spiele nicht mit ihm. Und wenn, ist es kein schönes Spiel. Komm schon, Alter. Schlag ihm die Fresse ein. Komm schon. Er wird langsam müde. Alter, seine Fresse sieht gar nicht gut aus. Oh, wow. Oh, shit. Oh, da drüben ist Pferdescheiße. Und jetzt gib ihm. Lass ihn Dreck fressen. Alter, seine Fresse. Come, sir. You won the fight already. Surely that's enough. What business is it of yours? No business. No business, sir. But please, I beg you. Sir, you all right? Making new friends again, I see, Arthur. Look who we found sniffing about. Josiah Trelawney. The very same. Well... I thought you'd gone to New York. And miss all this glamour.
You must be joking. How are you? Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking for you gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah! Javier and Charles, I've missed you. And Bill, looking as well as can be. Gentlemen, always a pleasure. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him? Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater... Well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. Well, what about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill, come on. Was ist das bitteschön für ein Wunderwasser? Ich meine, schaut euch mal die Pisse hier an. Ich bin total clean und geheilt. Okay, damals im Wilden Westen war Wasser eben noch Wasser. Nicht so wie heute. Das nennst du Wasser. Das ist richtiges Wasser. Es muss gelb sein. Man muss es kauen können. Man muss es erst schneiden, dann mit einer Gabel aufpieksen können und dann kauen können. Dann ist es richtiges Wasser. Gut, wo muss ich denn als nächstes hin? Also, die Karte sagt, irgendwas geht hier drüben ab. Hm, aber was? Random Activities. Ich würde ja reiten, aber... Ja, du und ich, wir sind Kumpels. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Okay, der Saloon ist geschlossen. Da drüben ist ein Waffenknecht. Aber was genau läuft hier? Irgendjemand redet hier, aber wer denn? Hey, bist du vielleicht der, den ich suche? Grüßen, verärgern. Ich grüße dich mal. Hey, Brother. I'm too old to get a job, Mister. Way too old. Can't we be friends? Klar, natürlich. Wir können Freunde sein. Sure. I'm so happy. I ain't had a friend in a long time. Long, long time. My last friend died. Weren't my fault. They said it was, but they was wrong. It's fun being with you, mister. Can Moment. I hold you a second, mister? Can I? Raubst du mich aus, wenn du mich umarmst? Glaube an das gute Menschen. Oh, ja, gut. Okay, just quickly. That felt good. It's nice to be held sometimes. Well, we used to hold each other in the war. You got sad eyes, mister. Like you seen sad things. Remember with kindness. Aha. War es das jetzt? Moment, du läufst mir überall hinterher? Ah, ich dachte schon, ich hätte mir jetzt irgendwie sowas wie ein Hund angelacht. Okay, was gibt's hier sonst noch so? Was mit euch da? Evening, Mister. Was seid ihr für Typen, ha? Yeah, well, you know. Ich kann sie ausrauben, grüßen oder verärgern. Hello, sirs. Hey, what are you goggling at? Okay, okay, keep your hair on. What a waste of time. Okay, die wollen eine Schlägerei. Ja, kann man machen, aber nicht heute. Was ist das hier für ein merkwürdiger Schuppen?
Okay, hier gibt's random Aufgaben. Sir, try to remember what really happened at Sylvia's Saloon back in 76. Just a lot of bunk, Plato. It's just a lot of bunk. Das wollte ich nicht. It's not bunk, Mr. Calloway, sir. It's history. Ancient history. Done and dusted. The dead got off lucky, the living gotta keep suffering. Same as always. But did you shoot the Newton twins? I don't give a pig's penis about the Newton twins. One of them was a girl, anyhow. Who's your friend there? Put that in your fucking book, Plato. This is Jim Boy Calloway. The Jim Boy Calloway. Who? The gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. He once killed 14 men in a fight at Lucy Hollow. What are you waiting for? How do you mean? Well, I reckon right now, kill him yourself. I don't want to kill him. I want to deify him. He's a god. I'm trying to write his biography. How's that going? I think I prefer the duel. Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me and I could be set free from ever having to speak to him again. Well, you're starting to understand something very important. What's that? The joys of gunslinging. It's win-win, freedom or glory. That's brilliant. I'm gonna write that down, if I may. Be my guest. What's your name? I don't have a name. But you are a gunslinger. Not really. I mean, folks who need shooting, I try and shoot in the back. All that other stuff, it's, well, bunk. But you fought duels. Once upon a time, I may have. And you ain't interested in fame? I don't think so. Strange. But you like fortune. I need money, sure. Okay, then forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book, I've got to make a thing of it, and, well, there's a whole list of gunfighters. Legends, every last one. Emmett Granger, Flacco Hernandez, Billy Midnight, Black Bell. Never heard of them. Maybe you can go and speak to them. Ask them about Calloway. Any of them get uppity, shoot them. Can't believe I just said that, but... You want me to go and find some sad, deluded fools like him, ask if he was the greatest, and then if they get uppity, shoot him? Does sound a lot worse than it did in my head. How much you paying? Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. I'll see what I can do. Ha! Oh, get photos. Okay. And there are notes on the back of those portraits that should lead you to him. I'll see what I can find out. I imagine we'll be stuck here upon your return. Here or some other flop house. What the fuck? Ich soll irgendwelche Legenden abmurksen? Klingt aber nicht gerade sehr ruhmreich und ehrenhaft. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Nein, Sir. Ist eigentlich nicht mein Business. Gut, wir müssen hier zurück. Fury! Du dämlicher Gaul, du, wo bist du? Ach nein, mein Pferd ist nicht in Reichweite. Ach, jetzt sag nicht, ich muss zu Fuß gehen. Das gibt es nicht, das ist ewig weit weg. Okay, wir brauchen noch eine tiefere Verbundenheit. Was muss ich machen? Ihn zum Essen einladen? Ein romantisches Dinner zu zweit, ein Mann und sein Gaul, und dann muss ich ihm seine mächtigen Pferdehoden kneten und verwöhnen und irgendwann sagt er, hey Cowboy, du bist ganz wilder. Ich liebe dich. Ich kann nicht über diesen Zug hier steigen? Schwach, Alter. Sehr, sehr schwach. Toll, der Zug steht mir im Weg. Das gefällt mir gar nicht. Ich könnte den Zug vielleicht entführen. Oh, der Zug bewegt sich. Das ist schon mal gut. Ich muss mit meinem Pferd einfach intimer werden. Mehr Liebe. Was zum Geier ist da unten los? Oder wir klauen uns ein Pferd. Aber ich wollte eigentlich so einen auf Revolverheld, auf Ehrenmann machen. Auf Ehrenmann-Basis. Ist der Weg weit? Was meint ihr? Ich werde wahrscheinlich verhungern, wenn ich den ganzen Weg zurück jogge. Hey, du! Mister! Nimm mich doch mal ein Stück mit!
Ich habe meinen Hut verloren. Stimmt, ich vergesse immer meinen Hut. Jedes Mal sage ich mir so, hey, der Hut, Arthur. Der Hut. Und jedes Mal vergesse ich ihn. Eine optionale Mission ist verfügbar. Alright, wo ist die Mission denn? Wo ist diese optionale Mission? Ich muss unbedingt die Bindung zu meinem kleinen, zarten Pferdchen intensivieren. Ich glaube, das wird weiß auf der Karte. Unten auf diesem Radar, Minimap, whatever. Und dann kann ich das Pferdchen anfunken. Ja, wir funken das an. Wahrscheinlich bin ich verhungert, bis ich da bin. Denn der Mann hat ja auch permanent Hunger. Also das Survival-Element hier in Red Dead Redemption 2, das ist schon sehr, sehr stark. Aber hey, so ein Spaziergang, der gibt Kraft, der ist gut für die Seele. Der stärkt. Und dabei kann man was erschießen. Wo ist meine Knarre? So. Genau deswegen bin ich hier unterwegs. Um kleine Häschen abzuknallen. Alter! What the fuck? Ernsthaft jetzt? Alter! Du gestörter Bastard! Oh mein Gott! Er greift dem Häschen hinten ins Arschloch rein und reißt es einfach runter. Das ist echt kranker Widerling. Ein richtig, richtig kranker Widerling. Hey, habe ich da eben gerade ein Puma gehört? Habt ihr es gehört? Irgendwas hat doch eben gerade gefaucht. Hey, yo, Fury! Was ist das da hinten? Irgendwas habe ich erschossen. Okay, das ist ja super realistisch. Wenn wir hier jemanden abknallen, ach, das ist ein Truthahn, dann können wir damit Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Genial eigentlich. Wirklich, absolut genial. So, ich habe eben gerade einen Truthahn enthauptet. Break's over, boy. Wer ist denn das? Ach, Bill, du bist's. It's Arthur. Hope you had a good old time while I've been stuck standing here. Don't get too comfortable now. I won't. Tja, Bill, ja, mir geht's gut. Ich hab draußen Spaß gehabt. Ich bin spontan Kopfgeldjäger geworden. Legenden erschießen. Das ist mein Ding. So, da wären wir wieder. Home sweet home. Die Lagerkasse sieht stabil aus. Na, mein Freund. Jose. You wanna go hunting? What are you hunting? An elephant? I wish. No. I saw a huge bear. One of the biggest I ever saw. I reckon nearly 1,000 pounds. My God. But you need me to come with you. Of course. Let's go. Where are we heading exactly? Up near the Dakota River. Might take a day or two. I could do with a break from this place. Oh, me too. It's been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. I got all I need. Let's go then. So you still ain't replaced Boadicea? Nah, I miss her. She was quite a horse. This one's okay, but ain't no Boadicea. I've been meaning to offload this big Shire horse for a while now. Unruly bastard. Where'd you get him? Some big, loudmouth bastard tried to rob me, was out riding, so I... Well, you know how it is. I see. Let's take him to Valentine. It's on the way, sort of. There's a decent dealer there. We'll unload him, you could buy yourself a new horse. Put your saddle on them, let's get going. Okay. But I do kind of like this horse. There's nothing wrong with two horses. And the stables always have the best ones. Well, I guess you're right. Wisst ihr was?
This is gonna be fun, Arthur. You won't throw me? No, he's an angel, if I'm near him. Nasty little look in his eyes. Oh, don't be rude about this magnificent creature. Alright, streicheln wir es mal, ne? Okay, see if you can get your leg over that brute. Erstmal ein bisschen Liebe geben. Erstmal ein bisschen Liebe. Come on, he's not that bad. All the time. Yeah, okay, boy. Alles gut? Können wir dich reiten? Deal, Kumpel? Easy, big feller. Das ist wirklich verdammt groß. No bar fights, please. I heard about that. I'll do my best. We're heading out. Might be gone a couple of days. They got a good range of horse tack at the Valentine Stables. Some beautiful saddles. I used to have a real nice one. Yeah, what happened to that? Got stolen outside that saloon in Deer Creek. Ah, I remember now. Just about. That turned into a long day. Yes. Remember? Mac went crazy, threatened to kill the whole town. And Davey was passed out so cold we left him there, came back in the next day, and he woke up, started right back drinking again. I miss those boys. Jenny, too. She had some spot, that girl. It must be pretty hard on Lenny. You could tell he was sweet on her. Well, Lenny and Jenny could never have worked. That's like Arthur and Martha, or Bill and Phil. Yeah, maybe you're right. Does feel a bit like our luck died with them, too. Nonsense. We'll be all right. Just need some money to get back on our feet. I hope so. You found a way to offload those Cornwall bonds yet? Not yet. They're still very hot. Need to be done right. I have a couple of leads I'm looking into. Ich liebe die Geschichten. Big bastard get the better of you there, Arthur. He's all right. Yeah, that's it, boy. Irgendwie ist auch jede Taste hier im Spiel integriert. Man muss sich so viele Tasten merken und die Tasten switchen auch dauernd. Ist echt anstrengend. Richtig anstrengend. Alright. Go sell that big brute. Buy yourself a horse. Okay. I'm going off to the general store. Get a few things to lure that bear out with. Meet you back here in a bit. Hey, how can I help you? I'm in the market for a new horse. Something strong and fast. Yeah, well, you're in the right place. I got some beauties in at the moment. Yeah. And what about this one here? Yeah, you looking to sell? I show you. You got papers? No. No papers. Well, of course, that's going to affect what I can pay. But your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. He'll pay a good price. Otherwise, I can always stable him here for you. Here, take a look. Okay, jetzt kann ich hier einkaufen. Verkaufen. Wie jetzt? $5.20? Jo. Morgen. Ach Gott, die Preise. Muss ich eins kaufen? Ich glaube schon. Na gut, her damit. Oh, ich kann ihn sogar benennen. Ach Gott, Ideen. Wie nenne ich den? Wie nenne ich den? Jürgen. Günther. Gunther. Joey. Karl. Kalito. Carlos. Ich nenne ihn Karl. Ich nenne ihn Hank. Hank. Du bist der alte Hank. All right, partner. You got yourself a deal.
And a fine new horse. I hope so. Well, I don't sell anything other than good animals. You have my word on that. All right, let's see. Here are your papers. And on me, a new grooming brush. And some treats. Appreciate it. Yeah. All right, you treat this fellow well. I know he's gonna look after you just fine. Ich glaube, ich habe ein Weibchen gekauft, kann das sein? Und hab's Hank genannt. Okay, well, with some good care, you should be able to make something of it. Yep, das ist ein Mädel. Ich habe nämlich eben gerade ganz kurz Morgan Isabel gelesen, weil Morgan, ey, gibt auch Männer, die heißen Morgan, ja, es kann alles sein. Gut, Freunde. Ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Da geht's auf Bärenjagd. Lasst eine Bewertung da, bis zum nächsten Mal und tschüss!